Schildkröten sind sehr langsame Lebewesen, die keine Langstrecken über Land zurücklegen können. Ein Mann, der eine große Schildkröte auf der Straße sah, hielt sofort an, hob sie auf und trug sie über die stark befahrene Autobahn. Einer anderen Schildkröte wurde von einem vorbeifahrenden Radfahrer und einem Motorradfahrer geholfen. Sie schoben sie zuerst und dann kroch das Tier von selbst auf die andere Straßenseite. Diesmal war es keine Schildkröte, die die Straße überquerte, sondern ein Faultier. Ich bin sicher, dass du bereits weißt, wie langsam sie sind. Also braucht es definitiv Hilfe. Dieses Tier hat lange, scharfe Krallen, aber der Mann hatte keine Angst. Er hob es auf und legte es auf einen Baum. Als Zeichen der Dankbarkeit versuchte das Faultier, als wenn es lächelte, mit der Hand zu winken. Übrigens ist dies kein Video in Zeitlupe. Es bewegt sich wirklich so langsam. Manchmal sind die Menschen zu faul, den Müll zur Mülltonne zu tragen und werfen ihn einfach irgendwo hin. Das schadet nicht nur der Umwelt, sondern auch den Tieren. Eine kleine Schildkröte verfing sich in Netzen, die von Fischern in den Ozean geworfen wurden. Diese guten Menschen ließen sie frei und als sie endlich frei war, schwamm sie schnell davon. Eine andere Schildkröte, größer als die vorherige, verfing sich in Netzen. Aber diese fürsorglichen Menschen zerstörten es und ließen die Schildkröte frei. Ich habe bereits in einem früheren Video erwähnt, dass Bären oft im Müll nach Futter suchen. Und das geht nicht immer gut aus. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Bären in großen Müllcontainern stecken bleiben. Rettungskräfte halfen diesen kleinen Bären aus dem Container, der herunterfiel und sie darin gefangen hielt. Ursprünglich dachte jeder, es seien nur zwei kleine darin. Aber in Wirklichkeit waren es drei. Sie stiegen nacheinander aus der Falle und rannten dann schnell in den Wald. Vögel, die mit hoher Geschwindigkeit fliegen, kollidieren oft mit Autos, Flugzeugen und Fenstern. Dieser Vogel verfing sich so sehr in einem Zaun, dass er hätte ersticken können. Ihm half ein Mädchen, das den Vogel sanft am Oberkörper anhob und in die Freiheit entließ. Ein kleines Kätzchen fiel in den Fluss und kam nicht mehr heraus. Passanten warfen ihm ein Seil zu, das es packte, und sie zogen es ans Ufer. Diese Krähe zeigte den Menschen, dass sie trinken musste, indem sie auf jede erdenkliche Art und Weise an dieser Flasche herumstieß und pinkte. Daraufhin gossen die guten Leute etwas Wasser in den Deckel. Und nachdem sie getrunken hatte, flog die Krähe weg. Diese Angelschnur war stark um den Schnabel eines Pelikans gewickelt und er konnte sich überhaupt nicht bewegen. Einem Mann gelang es, den Vogel am Bein zu fangen, ihn am Boden festzuhalten, sodass er nicht wegfliegen konnte, und den Schnabel von dem Netz zu befreien. Der Pelikan wurde freigelassen und der Retter wurde mit Applaus belohnt. Drück auf Gefällt mir, wenn du auch applaudieren würdest. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in North Carolina. Nur dass dieses Mal das Netz statt um den Schnabel, um den Flügel und ein Bein des Vogels gewickelt wurde. Wie im vorherigen Video kam wieder ein Mann dem Vogel zu Hilfe und rettete ihn. Im Jahr 2016 trat in den Vereinigten Staaten ein ungewöhnlicher Fall auf. Das Reh steckte mit seinen Hinterbeinen zwischen zwei Baumstämmen fest und konnte nicht mehr herauskommen. Zum Glück bemerkten es die Menschen und begannen sofort mit einer Rettungsaktion. Doch die Bäume übten zu viel Druck auf das Tier aus und es wurde beschlossen, einen Baum zu fällen, um ihn leichter anheben zu können. Wie erwartet wurde der Baum angehoben und das Reh lief schnell in den Wald davon.
In einem Wildschutzgebiet im Süden Kenias tötete die unerbittliche Sonne das Savannagras und trocknete Flüsse aus, wodurch Wasserquellen zunächst in Sümpfe und dann in Staub verwandelt wurden. 2 Jahre lang lieferte ein Farmer namens Patrick Melver in seinem blauen Lastwagen Wasser an durstige Elefanten, Büffel und Zebras. Dank dieses Mannes überlebten die Herden und mussten nicht in ein anderes Gebiet umziehen. Was für ein Held! Bei einem seiner Morgenläufe bemerkte Arif Hussein eine große Schildkröte, die sich in dicken Fischernetzen verfangen hatte. Sie konnte ihre Schwimmflossen nicht bewegen und konnte kaum atmen. Er rief Tierrettungskräfte, die sie mit einer Schere herausholten und zurück ins Meer trugen. Im Falle eines klinischen Todes ist das Einzige, was ein Lebewesen wieder zum Leben erwecken kann, die kardiopulmonale Wiederbelebung. Dieser Mann sah, wie ein Vogel nach einem Aufprall auf Glas bewusstlos ins Wasser fiel. Er zog ihn sofort aus dem Becken und begann, ihn mit Herzmassage und künstlicher Beatmung wiederzubeleben. Der Luftstrom aus dem Mund des Mannes reichte jedoch nicht aus, um den Vogel wiederzubeleben. Und dann kam der Mann auf eine Idee. Er startete den Luftkompressor und richtete den Schlauch auf den Schnabel des Vogels. Dadurch wurde er sofort wiederbelebt und er begann, sich zu bewegen. Menschen mit Behinderungen brauchen Hilfe und Fürsorge. Aber sie können diese auch für andere bereitstellen. Es gibt online ein Video eines 30-jährigen Mannes, der das Miauen eines Kätzchens hörte, aus seinem Rollstuhl ausstieg und einen steilen Abhang hinunter in die Kanalisation ging. Er nahm das Kätzchen mit der Hand heraus und machte seinen Weg zurück zu seinem Rollstuhl. Ein weiterer, wahrer Held. Ein alter Mann hörte ein seltsames Quietschen. Er begann, den Hof nach der Quelle des Geräusches abzusuchen. Wie sich herausstellte, war ein kleiner Igel in seinen Hof geklettert, um Futter zu suchen. Er fand Futter in einer Blechdose, kam aber nicht mehr heraus. Der alte Mann half ihm heraus, streichelte ihn und ließ ihn auf dem Gras davonlaufen. Er verbog die Dose und warf sie weg, damit es nicht wieder passiert. Auf einer stark befahrenen Autobahn bemerkte ein Motorradfahrer ein kleines Fellknäuel auf der Straße. Der junge Mann hielt an und begann, den Autos zu gestikulieren, langsamer zu werden. Ein fahrendes Auto hielt an, fuhr etwas rückwärts und das Kätzchen wurde gerettet. Es miaute traurig und konnte kaum die Augen öffnen. Der Motorradfahrer rettete es und nahm es mit. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Russland. Doch dieses Mal wurde das Kätzchen von einem Autofahrer gerettet. Er hielt direkt daneben an. In Sekundenschnelle hatte er es in den Wagen gehoben und fuhr weiter. Eine weitere Rettung eines Kätzchens, die von einer Videoüberwachungskamera aufgenommen wurde, fand auf einer Straße in der Stadt Kaliningrad statt. Es klammerte sich an den Motor des Geländewagens, hielt sich aber nicht richtig fest. Als es stürzte, traf es mit voller Wucht auf den Asphalt. Etwa 20 Autos fuhren vorbei und überfuhren es fast. Aber Gott sei Dank gab es eine freundliche Person, die sich um die wehrlose Katze kümmerte. Ich habe immer Menschen bewundert, die sich nicht scheuen, Raubtiere zu retten. Besonders, wenn es sich um ein kleines Mädchen handelt, wie in diesem Video. Ohne Angst oder Zögern packte sie den gestrandeten Hai am Schwanz und schleppte ihn zurück ins Wasser. Hättest du Angst davor, das Gleiche zu tun? Der Sumpf ist ein sehr gefährlicher Ort, an dem Menschen und Tiere oft sterben. Aber dieses Eichhörnchen hatte Glück, dass mehrere Leute in der Nähe waren, die es mit einer Mütze fingen und aus dem Sumpf zogen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du weitere ähnliche Fälle sehen möchtest, dann lass es uns wissen, indem du uns ein Like gibst. Abonniere den Kanal und schalte die Benachrichtigung ein, um keine neuen Tierrettungen zu verpassen.
Und denk daran, wir können alle Helden sein und Leben retten. Du musst nur dafür sorgen, dass du nicht einfach vor jemandem wegläufst, der Hilfe braucht. Das war Margot. Auf Wiedersehen allerseits.